Liebe Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Ich bin Selma, das ist mein Poesiealbum und heute möchte ich mal kein Gedicht vortragen und interpretieren, sondern ich möchte mal darüber sprechen, wie das eigentlich klappen kann mit der Interpretation. Ich habe viele, viele Jahre Deutsch unterrichtet und viele, viele Gedichte mit meinen Schülerinnen und Schülern zusammen interpretiert und die Frage, die sicher mit Abstand am häufigsten gestellt wurde, ist, woher wollen Sie wissen, dass das stimmt? Ja, es passiert mir ja schon selber, dass ich ein Video mache und danach denke, naja, man könnte das schon auch anders interpretieren oder man könnte noch dieses und jenes dazu sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, obwohl das Video bereits 20 Minuten lang ist, habe ich noch viel zu wenig gesagt und diesen und jenen Aspekt, der noch ganz wichtig gewesen wäre, weggelassen. Also so wirklich fertig mit dem Interpretieren eines guten Werks, eines guten Gedichts ist man eigentlich nie und es gibt immer noch Ergänzungen und ich möchte da auch allen danken, die in den Kommentaren noch Ergänzungen dazu schreiben. Ich finde das immer sehr interessant und auch bereichernd, wenn da noch zusätzliche Aspekte eingebracht werden. Also man wird mit einem Gedicht nicht wirklich fertig eigentlich. Aber kommen wir zur Frage, wie kann ich wissen, dass es stimmt, was ich sage? Und das ist schwierig. Die Autoren kann man nicht mehr fragen und es ist auch nicht so, dass ein Gedicht, wenn es richtig interpretiert wird, dann anfängt zu leuchten. Das wäre ganz praktisch, wenn so, ja, und die Erlösung ist richtig und jetzt leuchtet das Ding grün. Das wäre toll. Das passiert leider nicht. Das heißt, so wirklich hundertprozentige Sicherheit, dass man recht hat mit der Interpretation, diese Sicherheit hat man nicht. Außer der Autor hat irgendwo aufgeschrieben, wie er interpretiert werden will und was er gedacht hat, als er das geschrieben hat. Oder sie natürlich. Aber was man schon machen kann, man kann eine plausible Interpretation abgeben. Und die Plausibilität ist für mich eigentlich der springende Punkt. Es muss ja gar nicht stimmen, es muss ja gar nicht die Wahrheit über das Gedicht sein, denn das Gedicht kann vielschichtig sein und dann gibt es einfach viele Möglichkeiten. Aber die Interpretation, die ich mache, die ihr macht, die soll plausibel sein, die soll einen Sinn ergeben, stimmig sein und in Einklang zu bringen sein mit diesem Gedicht, mit der Zeit, in der es entstanden ist und natürlich auch mit dem sonstigen Werk der Autorin oder des Autors. Und da habe ich jetzt 5 Punkte für euch, wie eine plausible Interpretation klappen kann. So, Punkt 1. Das ist eigentlich der einfachste oder der einleuchtendste Punkt, aber hier scheitert es oft schon. Der erste Punkt für mich ist, man muss die Sprache des Gedichts verstehen. Da bin ich noch nicht bei irgendwelchen Interpretationen, noch nicht bei irgendwelchen Symbolen, sondern ich muss einfach diese Wörter, wie sie da stehen, und diese Sätze, wie sie da stehen, alle verstanden haben. Und das geschieht manchmal nicht. Also erster Schritt, einfach sicherstellen, dass ich jedes Wort dieses Gedichts verstanden habe und dass jedes Wort auch die Bedeutung hat, die ich glaube. Denn es kann auch sein, dass ein Wort mehrere Bedeutungen hat und vielleicht früher sogar noch andere Bedeutungen hatte und ich es deswegen nicht mehr richtig interpretieren kann. Also Schritt 1, die Sprache verstehen, die Wörter verstehen, sicherstellen, dass alles, was da steht, wirklich von mir richtig verstanden wird. Das klingt einfach, aber es ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Schritt 2. Symbole deuten, Bilder deuten. Die meisten Gedichte haben eine Bildsprache. Das heißt, es wird ein Symbol, es werden mehrere Symbole verwendet. Es werden vielleicht mythologische Figuren aufgezählt, es spielt in einer bestimmten Jahreszeit, zu einer bestimmten Tageszeit, es kommen Tiere vor, es kommen Farben vor, es kommen Pflanzen vor. Und da muss ich schauen, dass ich das richtig deute, dass ich diese Symbole knacke, dass ich ein bisschen darauf achte, wie oft kommt ein bestimmtes Bild vor oder passt das überhaupt zum restlichen Gesamtgedicht. Zum Beispiel gibt es Gedichte, da geht es um den Herbst. Und dann kann man sagen, okay, der Herbst ist eine Jahreszeit, da geht es meistens um zum Beispiel Vergänglichkeit,
Muss aber nicht sein. Der Herbst kann auch die Jahreszeit der Fülle sein, der Ernte, des Reichtums. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht auf die falsche Fährte kommt bei diesen Symbolen. Vor allem haben Symbole auch eine Geschichte und viele Symbole sind manchmal so eindeutige Symbole, dass sie uns gar nicht mehr als Symbole erscheinen. Zum Beispiel das Wort Herz ist ja eigentlich ein Symbol, aber für uns ist es ganz eindeutig, wenn da jemand sagt, ich schenke dir mein Herz oder so, dann verstehen wir das schon gar nicht mehr als Symbol, sondern dann haben wir schon direkt verstanden, was uns damit gesagt werden will. Aber genau bei solchen Dingen muss man ein bisschen aufpassen, passt meine Deutung überhaupt zum Rest. Es gibt zum Beispiel ein Gedicht von Rilke, Archaischer Torso Apollos. Bei dem finde ich es zum Beispiel ein wichtiger Schlüssel, dass man mal darauf achtet, wie oft kommen denn Wörter vor, die mit dem Thema Licht und Feuer und Sonne und Helligkeit zu tun haben. Wenn man das mal anschaut, dann hat man schon einen ganz wichtigen Schlüssel zu dem Gedicht. Der dritte Schritt ist dann, dass man ein bisschen schaut, wann ist dieses Gedicht entstanden, was war in der Zeit, als das entstanden ist, los. Denn wir neigen dazu, alles aus der heutigen Sicht zu betrachten, das ist allerdings ein bisschen heikel. Besser ist, ich überlege mir, okay, das Gedicht ist von 1832 zum Beispiel. Und da muss ich nicht wissen, was 1832 los war, sondern ein bisschen den Kontext überlegen. Was war das für eine Zeit? Was haben die Leute damals gehabt oder nicht gehabt? Was hat man gekannt? Was waren Themen, die die Menschen bewegt haben? Oder ganz einfach ein bisschen historisches Wissen, dass ich zum Beispiel weiß, dass die Kindersterblichkeit viel höher war als heute, dass das Verhältnis von Mann und Frau anders war als heute, dass gewisse Wertvorstellungen anders waren, dass es viele, viele technologische Errungenschaften nicht gegeben hat, dass es viele wissenschaftliche Erkenntnisse nicht gegeben hat und dass die Menschen vielleicht eine ganz andere Mentalität hatten. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Der vierte Schritt ist dann, dass man ein bisschen überlegt, okay, ich habe ein Gedicht von 1812 zum Beispiel und dann weiß ich ungefähr, was war denn damals für eine literarische Strömung. Dann kann man sagen, okay, das war die Zeit der Romantik und dann könnte man überlegen, passt dieses Gedicht in die Zeit der Romantik? Könnte das ein Gedicht der Romantik sein? Da muss man natürlich aufpassen. Nicht automatisch jedes Gedicht, das in einer bestimmten Epoche entstanden ist, passt dann auch haargenau zu dieser Epoche. Das möchte ich ja schon auch noch dazu sagen. Aber wenn ich den Hinweis habe, okay, das ist in der Zeit der Romantik entstanden und es kommt darin ein Wanderer vor und die Einsamkeit und es geht irgendwie um die Wälder und um Träume oder so, dann habe ich schon einen Hinweis, okay, das könnte ein typisches Gedicht der Romantik sein, dann weiß ich ein bisschen was über die Romantik und kann also dieses Wissen auch noch dazu nehmen. Aber das ist aus meiner Sicht wirklich erst der vierte Schritt zur Interpretation, nicht der erste. Also bitte nicht sehen, aha, das Gedicht ist aus der Zeit der Romantik, deswegen muss es das und das, das bitte nicht. Da kann man dann auch wirklich sich vergaloppieren und dann ist man auf der völlig falschen Fährte. Zuerst die anderen Schritte abhaken und dann noch schauen, passt das eventuell zu irgendeiner Strömung, enthält das irgendwelche Elemente, die vielleicht damals gerade en vogue waren, die gerade damals von vielen, vielen Autoren verwendet wurden. Der letzte Schritt in der Interpretation eines Gedichtes ist die Arbeit mit dem biografischen Wissen zu einem Autor, zu einer Autorin. Das heißt, ich weiß vielleicht ein bisschen was über das Leben dieser Autorin. Die war zum Beispiel im Exil und dann kann ich feststellen, okay, in diesem Gedicht geht es um das Reisen, es geht um das Wurzeln suchen, Heimat suchen und eben nicht finden. Und dann ist es natürlich schon naheliegend, dass ich dann sage, okay, das könnte auch biografisch mit ihrer eigenen Lebenserfahrung zu tun haben. Oder ich kann sagen, dieser Autor hat einen charakteristischen Stil. In vielen seinen Gedichten verwendet er zum Beispiel solche Wörter oder solche Symbole und das kommt bei ihm öfter vor. Das ist natürlich auch hilfreich, wenn ich das schon ein bisschen weiß, wenn ich von diesem Autor schon einiges gelesen habe.
Aber auch hier, das ist für mich nicht der erste und zweite Schritt, sondern das ist auch noch schön, wenn man das zusätzlich dazu nehmen kann. Und das hilft wirklich auch, ein Gedicht manchmal zu verstehen und zu interpretieren. Aber es ist nicht der allererste Schritt. Ich sollte bei diesen Dingen, also bei der Epoche und beim Autor, ein bisschen aufpassen, dass ich nicht mich auf eine falsche Fährte locken lasse, weil ich denke, aha, dieser Autor war im Exil, deswegen geht es in allen seinen Gedichten um das Exil, weil das muss überhaupt nicht so sein. So, das waren jetzt meine 5 Punkte für eine plausible Interpretation. Wie ihr seht, habe ich die gereiht und das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich denke, die ersten beiden Punkte sind die wichtigsten. Dass ich wirklich die Wörter verstanden habe, die da stehen, dass ich wirklich die Sprache durchdringe und dass ich die Symbole und die mythologischen Anspielungen und diese Dinge, dass ich die verstehe. Wenn die 2 Punkte gewährleistet sind, dann kann nicht mehr alles schief gehen. Auch wenn ich vielleicht den historischen Kontext nicht kenne, das ist ja manchmal der Fall, manchmal weiß ich nicht, in welcher Zeit ein Gedicht entstanden ist, manchmal habe ich die Information nicht, manchmal kenne ich den Autor nicht, habe ich von dieser Autorin noch nie was gehört. Das ist nicht so tragisch. Dann kann ich trotzdem noch anhand des Werks, anhand der vorhandenen Symbole, anhand der Bildsprache einiges rausholen. Ich empfehle euch deswegen, und ich denke, das ist auch ein spannendes Thema, setzt euch mal mit Symbolen auseinander, schaut ein bisschen, wie Symbole verwendet werden, nicht nur in der Literatur, sondern allgemein in der Kunst. In Filmen zum Beispiel, in Serien zum Beispiel, da wird extrem viel mit Symbolen gearbeitet, mit Farben gearbeitet. Also das Interpretieren von Symbolen, das kommt euch zugute, wenn ihr das beherrscht, dann fällt euch das auch in anderen Kontexten auf und dann könnt ihr das vielleicht auch selbst für eure eigenen Projekte verwenden. Deswegen, Gedichtinterpretationen können mühsam sein, man kann viel falsch machen, man kann oft keine Lust haben, nicht aufgeben. Es ist gar nicht so schwierig. Haltet euch an die 5 Schritte, versucht das mal und ihr werdet sehen, da könnt ihr ganz gute Ergebnisse erzielen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Erfolg dabei. Und nochmal, es geht nicht darum, dass man recht hat. Es geht nur darum, dass es plausibel ist und dass es mit diesem Gedicht zusammen einen Sinn ergibt. Und das ist letzten Endes gar nicht so schwierig.